Herzlich willkommen am Sonntag Estu Mihi, dem Sonntag vor der Passionszeit, zu unserem Gottesdienst, heute wieder aus der Winterkirche in Wolin. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Wir beten mit Worten des 31. Psalms. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich, ich bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Du übergibst mich nicht in die Hände des Feindes, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten, Herr unser Gott, du hast Glauben, Hoffnung und Liebe in uns entzündet. Belebe in uns diese Gaben, dass wir wachsam bleiben und tun, was du von uns erwartest. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für den Sonntag Estu Mihi findet sich im Evangelium nach Markus im 8. Kapitel. Der Evangelist schreibt, Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und von den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, »Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.« Und er rief das Volk zu sich samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, »Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach?« Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt aus diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Thank you.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der vorgeschlagene Predigttext findet sich in diesem Jahr, an diesem Sonntag, im Buch des Propheten Jesaja im 58. Kapitel. Dort lesen wir: Rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst uns nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es dennoch nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich gasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lasst los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus? Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Nicht im frommen Aktionismus, sondern mit Herz und Hand bewusst lebend will Gott seine Kinder sehen. Nicht machen und tun an sich, sondern das Richtige machen und das Rechte tun ist das, was Gott bei den Menschen sucht. Aschermittwoch, am kommenden Mittwoch, beginnt die vorösterliche Fastenzeit. Und das Fasten ist auch in evangelischen Kreisen wieder beliebt geworden. 7 Wochen ohne Tabak, ohne Alkohol, ohne Schokolade oder sonst etwas Liebgewordenes stehen bei vielen dann wieder auf dem Programm. Und mancher trägt das dann auch vor sich her und macht den anderen ein schlechtes Gewissen. Ich verzichte auf Rotwein und du? Dabei ist nicht der Verzicht Sinn und Zweck des Fastens, sondern die Umkehr von falschen Wegen, die wir eingeschlagen haben. Gott geht es nicht darum, dass wir zerknirscht und traurig unsere Köpfe hängen lassen. Der Mensch soll sich nicht demütigen und sich nicht klein machen, sondern er soll sich tatkräftig und mit Nachdruck seinen Mitmenschen zuwenden. Gott will nicht, dass wir zerknirscht in Sack und Asche durch die Welt tappen, sondern gestiefelt einzutreten für das Evangelium des Friedens. Und so ist die Leitfrage christlichen Fastens nicht, worauf ich heldenhaft verzichten kann, um mich, um andere und um Gott zu beeindrucken. Wenn ich 7 Wochen lang nicht nasche, dann tue ich das für meine Gesundheit, aber nicht für meine Seele. Leitfrage christlichen Fastens ist: Bin ich auf dem Weg, der gut für mich ist? Tue ich Gottes Wille? Nicht, um Gott einen Gefallen zu tun, sondern weil Gott will, dass es seinen Kindern gut geht. Gott will nicht, dass wir triefnasig und traurig unsere Tage leben. Gott will, dass unser Leben gelingt. Darum ist für Luther dann auch das christliche Leben immerwährende Buße, also immerwährende Bereitschaft, in die Bitte des Psalmisten an Gott mit einzustimmen: Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und führe mich auf ewigen Wege. Gönnen Sie sich eine Fastenzeit über 7 Wochen.
Aber nicht 7 Wochen ohne, sondern 7 Wochen mit sollten es sein. 7 Wochen mit der Frage, wie kann ich mich lieber haben? Wie kann ich meinen Nächsten lieber haben? Wie kann ich meinen Gott lieber haben? Wenn dann aus dem Nachdenken Erkenntnis und aus der Erkenntnis Handeln wird, dann haben wir ein Fasten, das Gott gefällt. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns noch gemeinsam beten und Fürbitte tun. Herr unser Gott, du Schöpfer der Welt, der allen Geschöpfen das Leben gibt. Wir hoffen auf dich, der du uns gerufen hast durch Jesus Christus, deinen Sohn, aus der Finsternis zum Licht, zur Erkenntnis deiner Herrlichkeit. Du allein bist der Höchste, der in der Höhe, der Heilige, der im Heiligtum thront. Wir bitten dich, Herr, sei unser Helfer und nimm dich unser an. Lass uns auf unser Leben gucken und deinen Willen sehen und uns bemühen, deinen Willen in unserem Leben zu erfüllen. Die Bedrängten unter uns errette, erbarm dich über die Bedrückten, richte die Gefallenen wieder auf und erscheine den Bittenden zur Hilfe. Heile die Kranken und bringe die Irrenden zurecht. Speise die Hungrigen, löse die Gefangenen, hilf den Schwachen auf, tröste die Kleinmütigen durch uns, durch unser Handeln, durch deine Liebe. Lass alle Welt erkennen, dass du allein Gott bist, dass Jesus Christus dein Sohn und wir das Volk, dein Volk sind und deine Kinder. Du allein hast die Macht, solches und noch überschwänglich mehr an uns zu tun. Dich preisen wir durch deinen Sohn Jesus Christus, durch den du dich verherrlicht hast und groß erweist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.